Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Gollum. Wir sind immer noch mit der guten Mel hier im Wald unterwegs. Mir wäre so gewesen, als wären wir hier schon mal gewesen. Ja, hier waren wir schon. Gehen wir weiter. Jo, wenn ihr euch jetzt wundert, warum wir ein bisschen was Mel hat das ganz schön drauf. Führe Mel an den Walingen vorbei. Genau, hier hatten wir aufgehört. Ich hatte gespeichert und musste neu laden, deswegen ist hier, ja, die letzten paar Minuten sind uns hier flöten gegangen. Oh, eine Sache noch. Ja? Kleines Detail. Okay. Du wirst dich an nichts erinnern, was du mir gesagt hast. Oh, was hat sie gesagt, mein Schatz? Was ist das? Soll das so sein? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach mal durch hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal weiter. Ist sehr bunt auf jeden Fall. Gehen wir hier lang? Ja, lass mal hier lang gehen. Ja, so ist doch gut. Hier lang. So, wir sind durch. Guck mal, war doch ganz entspannt. Keine Ahnung, was das gerade war, aber... Und? Wie fühlst du dich? Gut. Oh, mein Kopf. Garstige Mel. Sie trickst uns aus. Ich bräuchte keine Wahrlinge, um die Wahrheit zu erfahren. Du zischelst. Wenn du lügst, fängst du immer an zu zischeln. Was sind das? Der Gott zischelt nicht. Doch, tut er. Okay, sind lauter Glocken oder sowas? Ich weiß es nicht. Wir finden es gleich raus. Muss ja gestehen, ne? Ich könnte jetzt Tears of the Kingdom weiter daddeln, ne? Aber jetzt bin ich hier und spiele Gollum. Meine bessere Hälfte hat auch nur gesagt, ich wünsche dir viel, in Anführungszeichen, Spaß. Ja, danke. So, was ist das für ein Gedönse? Muss dagegen? Oh ja. Sie singen. Einst haben sie alle zusammen gesungen. Das muss schön gewesen sein. Kannst ja? Du sie alle läuten? Dong, dong. Nein, nicht. Hör einfach zu. Okay, wir scheinen einfach nur alle läuten zu müssen. Mehr nicht, hoffe ich doch. Turm voraus. Das war früher ein Glockenturm. Hier sollten wir eine Weile sicher sein. Wir sind jetzt weit weg von den Hallen des Königs. Wie gern würde ich die Glocken hören. Ich arbeite dran. Mach dir die alle wieder an. Betritt den Glockenturm. Hier, glocken wir nochmal. Komm hier entlang. Aber was ist denn mit hier lang? Guck mal, da kann man lang. Ich möchte wissen, wo das... Nein, nein, nein. Nein, 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 da gehst du jetzt noch nicht lang. Alles klar, okay. Das ist immer gute Nutzerführung. So, na dann. Gehen wir mal rein in den Glockenturm, wa? Auf geht's. Hier können wir die Nacht verbringen. Gemeinsam? Okay, alles klar. Let's go. Geschafft. Schade, dass wir die Glocken oben im Turm nicht hören können. Kannst Alter. Du den Mond sehen? Keine Angst, das weiße Gesicht wird sie nicht finden. Aber ich will gefunden werden. Wie ist seine Form? Mel muss hungrig sein. Vielleicht kann der gute Smeargol ein paar Eierchen finden. Nimmt er zu? Er kann noch nicht voll sein. Nein, kein netter Mond. Finde etwas zu essen. Smeargol geht und findet leckere Dinge für Mel. Bleib nicht zu lange. Der Wald kann tückisch sein. Die Glocken ehrten einst die, die von uns gingen. Vor langer Zeit in der Schlacht von Degolat. Okay. Elben und Menschen zogen gemeinsam gegen den dunklen Herrscher. Nur wenige von uns kehrten zurück. Oh, sie darf nicht über ihn sprechen. Nicht über den dunklen Herrscher, er ist böse. Okay, hier gibt es leider keine Erläuterung, das müssen wir uns selber zusammenrauen. Einst war ein Elb mit verbundenen Augen, blind wie ich und konnte doch alles sehen. Oh, und hier wird einfach geballert. Okay, alles klar.
Ja, dann gehen wir mal was zu essen suchen. Da denke ich mal, müssen wir einfach nur raus. Aber das wird spannend. Da hinten irgendwie lang. Also doch oben raus. Wir müssen oben aus dem Turm raus, nehme ich mal an. Wer mag denn den Mond nicht? Du bist seltsam. Das hat Dergol auch immer gesagt. Ein bisschen seltsam, ja. Vielleicht sind wir das. Das macht nichts. Ich wollte gerade sagen, wir müssen nicht alle normal sein. Normal ist eigentlich auch irgendwie ziemlich uncool, wenn man ehrlich ist. Wer sagt denn schon gerne von sich so mit Stolz, ich bin normal? Oder? Du suchst doch nicht wirklich nach Eiern, oder? Hab eins. So groß. Aber Mel mag vielleicht keine Eierchen. Ja, Schatz? Ist schon gut. Du kannst es behalten. Smirgo sucht weiter. Ich suche weiter nach Leckereien. Stückchen Fleisch oder so, eben so ein Hirsch oder ein Fisch. Und auf den Tisch kommt heute ein Fisch. Essen für Mel gefunden, 0 von 3. Okay. So saftig süß. Mal gucken, was wir hier so finden, ne? Sieht ein bisschen moderig aus. Ein Pilz. Mögen Pilze. Vielleicht. Vielleicht. Übrigens ist es wohl doch nicht der Original Gollum. Was ist Mel wohl gern, mein Synchronsprecher. Wurzeln. Sie ist sie, nicht wahr? Die bösen Elfen. Aber ich finde, er klingt. Uns in garstige Glühwürmchen. Gollum. Oh. Yo, guck mal. Das hat wenigstens eine Schiefmühle gegeben. Nice. Ich könnte schwören, es ist der echte, aber es scheint wohl nicht der echte zu sein. Aber ich finde, er klingt halt wirklich wie das Original. Also da muss ich echt sagen, da... Mal sehen, ob das funktioniert. Oh, okay, cool. Und nu? Rüber oder was? Ja, nö. Das hat wohl nicht so funktioniert. Dann starten wir nochmal vom letzten Checkpoint. Ja, dann trinken wir mal irgendwelche was hier. Oh lol. Ja gut, so was war das denn jetzt? Ja, Gollum, ist mit dem Springen, ist auch alles nicht so einfach, das gebe ich zu. Und Achtung, dumms. Allein diese Animation, wo du nie so genau weißt, bin ich jetzt, passt das jetzt oder eher nicht? Oder müssen wir nämlich den hier machen? Ah, schau mal. Und dann können wir von hier aus dahin. Dann da ran, einmal drumrum und dann passt die Sache. Gollum! Eine dicke, leckere Raupe! Und saftig! Vielleicht finden wir was Besseres für mehr. Genug Essen für eine Nacht. Vielleicht finden wir mehr. Biete Mel Essen an. Was hat sie uns gefragt? Was wollte sie? Was hat Smirgol ihr verraten? Aber gar nicht. Das ist nicht wichtig, denn morgen, nachdem sie uns die Lücke durch den tückischen Nebel gezeigt hat, was dann? Mein Schatz. Brechen wir ihr das garstige Genick. Aber warum, also, wie kann ein Genick garstig sein? Wie? Bitte erklärt mir das, aber egal. Muss das nicht hinterfragen, Smiagol ist eher ein bisschen... Bisschen durch, der Junge, ne? Das wissen wir ja schon. So, was war da gerade noch graus da? Was ist das? Guck mal. Ich habe eine Elbenfigur gefunden. Vielleicht hat Rätselmeister das gemacht. Sieht aus wie Dinge in seinem Gemach. Ja, möglicherweise. Jetzt bieten wir der guten Mel, die hier so ganz entspannt rumchillt, erstmal ein bisschen was von meinen Raupen und so an. Er hätte ja Bock auf eine knusprige Raupe, köstliches Ei, paar Maden, ne? Glück gehabt. Rätselspiel fortsetzen? Erstmal das Rätselspiel fortsetzen, komm. Wir sind dran. Man kann es nicht sehen, kann es nicht aufstören. Dunkel. Oh, nicht das. Sogar Beutlin kannte das. Noch mehr? Sie ist dran. Folgt dem grünen Weg bedächtig. Sie ist schläfrig, Weg ist löchrig. Raupe mit vollem Bauch auf einem Blatt. Na gut, das war zu einfach hier draußen im Wald. Ja.
ja! Sei's drum. Genug Rätsel für einen Tag. Jetzt gibt's Essen. Oh, sieh nur, sieh nur. Würde ich, wenn ich könnte. Ich biete ihr den Pilz an. Pilze? Smeargol isst sie nicht. Aber Mel vielleicht. Danke, keine Pilze. Ich mochte ihren Geruch noch nie. Hast du dich mit Schatzi in eine... Smeargol sucht überall. Seine Hände stinken nach Blättern. Ach, sie stinken. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich habe dich nichts gefragt in der Höhle der Warlinge. Oh, keine Sorgen, nein. Smeargol hat nichts zu verbergen. Psst. Oh oh. Da oben ist etwas. Wir kennen diese Stimme. Sieh, wer da ist. Netter Vogel. Hat er Hilfe gefunden? Ich mag den Klang seiner Stimme nicht. Er spricht eine seltsame Sprache. Weil wir es ihm beigebracht haben, nicht wahr, mein Schatz? Psst. Dvadvenu Nathuath. Nicht verscheuchen. Irgendetwas ist faul an diesem Vogel. Oh, Mel ist faul. Wir gehen drin schlafen. Die Elbin kann bleiben und den Mond anschauen. Na schön. Was war denn das? Erstmal einen kleinen Powernap jetzt hier, ne? Das sah jetzt ja nicht so gut aus. Ein bisschen bunt. Also, so lila, wie ein lilaner Kugelblitz. Ich mag Kugelblitze, glaube ich. Entkomme den Kreaturen. Was ist das? Mel! Lauf! Wo denn lang? Oben oder was? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hier lang, okay. Laufen. Sind irgendwelche lustigen leuchtenden Balls. Das sind schon krasse Kreaturen. Okay, machen wir mal weiter. Oh, Achtung. Vorsichtig. Nicht reinlaufen in die Biester. Schön. Eine Kreatur blockiert den Pfad. Wirf einen Stein an die Glocke, um den Weg frei zu machen. Ja, gut, wenn das hilft. Ach, guck mal, die verrecken dann komplett. Alles klar, weiß Bescheid. Dann müssen wir hier irgendwie so lang. Und jetzt! Wuhuhu. Kurz warten. Schnell hoch und jetzt schnell hier lang. Das hat sowas von Super Mario. Wisst ihr, diese Feuerdinger und so, die man im gleichen Rhythmus irgendwo rumeiern. So sind die hier auch. Ne? Man muss jetzt einfach ausweichen, dass man nicht in die Biester reinläuft. Hallo, dicke Kugel. Na, schön weiter. Schön weiter. Und weg mit dir. Und rüber. Los, schnell, Smeargol. Oh, 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 oh. Ich hab's irgendwie geschafft. Also wir sterben nicht sofort, das ist ja auch schon mal ganz nett. Mal eben mal was essen. Snack dir mal was rein hier eben. Hier ist der Ort. Okay, let's go. Und jetzt.
Okay, Mel, wir kommen gleich. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Upp, Achtung. Yeah. Wo ist denn Mel jetzt? Könnt ihr mal die Verlassung einladen, da beiden dicken Klolzen da? Klolzen. Balls of Nervigness, sag ich mal. Oh. Ja, hier einfach drauf kacken, ne? Einfach dran vorbei. Und dann in Richtung Mel, das läuft schon. Futter mal eben nochmal so einen Fisch da. Und auf den Tisch, da kommt heute ein Fisch. Also ich sehe nichts mehr. Oh. So. So. Oh, jetzt wird's nervig. Jetzt wird's nervig, Leute. Wie geht's denn jetzt weiter? Ich weiß nicht, wo es jetzt weitergeht. Wahrscheinlich dahin. Können wir von hier unten aber bestimmt nicht ranspringen. Oh, 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 scheiße. Upsala. Wir müssen da wahrscheinlich irgendwie hoch? Nee. Vielleicht dann doch so? Ja, doch, hat geklappt. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass man so weit springen kann. Aber ist okay. Nun? Hä? Ah, da. Das war's. Mm. Okay. Oh, so ist auch wieder so richtig spaßig, ne? Mm. Oh, hier sind wir jetzt wieder. Ernsthaft? Krass. Oh je. Da hab ich richtig Bock drauf, ne? Oh, Smiaga, was machst du denn da für eine Scheiße? Guck mal, das Gute ist, jetzt müssen wir kurz warten, bis das Vieh weg ist. Okay. Und hoch. Und rüber. Und X'en. Schnell! Woo! Oh nein, nein, nein! Ach, Mann! Weißt du so, wenn du dich beeilen musst, weil halt Stress am Mann ist, ne, oder Stress am Gollum, ja, dann ist es halt nicht hilfreich, wenn die Steuerung halt beschissen ist wie Scheiße. Weißt du, das macht das Ganze halt echt problematisch, wenn du dich auf die Steuerung nicht verlassen kannst. Das ist ein Problem. Muss man ganz klar sagen. Und das paart sich hier halt nicht so gut gerade. Okay, so. Ja, wollen wir das nochmal fallen? Jetzt gleich. Achtung. Und jetzt hoch. Jetzt ganz schnell rüber. Ganz schnell rum. Okay, geschafft. Nein, so. Er hat auch zwischengespeichert. Das holt mich schon mal ab. Oh, oh, oh. Ich sehe nichts mehr. Ist gut, Gollum. Du kannst aufhören. Los, hoch da. Snack dir mal eben wieder was rein. Dankeschön. So. Was machst du jetzt hier? Wie weit kommt das ran? Okay, hier dreht das wieder um. Boah, so richtig, das ist so richtig retroiges Game Design, oder? Das erinnert so an Mario und Co. von früher. An die alten Level, wo man so Feuerdingern ausgewichen ist. Aber damals waren das nur so 2D-Dinger halt, ne? Jetzt in 3D mit lustigen, lilanen Zauberkugeln. Hier können wir hoch. Oh, oh, warte, warte, warte. Mal kurz warten, wo das da lang fährt. Okay. Ja, ich wäre gern hochgesprungen, aber wollte nicht so ganz. Jetzt aber wieder. Und dann? Und dann? Oh oh. Schön da in der Ecke bleiben. So ist fein. Hoch. Rüber. Runter. Rückwärts. So. Jawohl, ha, bleib mal entspannt. Bleib bitte entspannt. So, meine Lieben, ihr hört ihn ja krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle ganz klar einen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.